Moin Moin, Mahlzeit, ein herzliches Willkommen zu Bulletstorm. Wir sind im dritten Akt, Kapitel 2. Was für eine Scheiße, und ihr seht schon, wir treffen jetzt mein Baby, wir treffen Trishka Maus. Ich freue mich. Lea, das Signal war falsch. Nein, sie ist hier. Hinterhalt! Wir sind mitten reingerannt. Wenn du vernünftig kämpfst, kommen wir vielleicht wieder raus. Kommst du her? Kann ich nicht schleudern! Er lebt noch. Oh mein Gott. Man stirbt doch, das gibt's doch gar nicht. Was ist denn los? Warum sterben die denn nicht? Setz einen Peitschenangriff ein! Mann. Na. Ah, falsche Taste. Scheiße! Ray! Creeps! An der Mauer! So, haben wir es jetzt. Mein Gott, das war aber schwerer als erwartet, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber es lag jetzt einfach nur daran, dass ich mich ziemlich blöd angestellt habe. Na gut. Alles gut. Easy money. Easy peasy. Dann würde ich sagen, wir marschieren mal weiter.
Los, komm, uns bleibt nicht mehr viel Zeit. So. Okay, langsam haben wir es dann auch wieder drauf hier. Ich will jetzt zu meinem Baby. Wo ist mein Baby? Du willst hier hin? Ich will hier hin. Ach, hier gibt es wieder diese blauen Viecher, die man wie gesagt abballern kann, aber ich schenke mir das jetzt. So, no smoking. Alles gut. Wir haben auch keinen Smoking an. Also können wir hier auch rein. Ach, das gibt's doch nicht. Meine Fresse. Ach, hier trinken. Auf jeden Fall. Mir geht's so gut. So, Kinders. Ich würde jetzt gerne noch eine Kapsel haben, dass ich auf die Pumpgun wechseln kann. Denn das Scharfschützengewehr ist jetzt nicht wirklich vom Vorteil hier unten. Kopf auf dem Weg zu den Engeln. So. Will noch mal, wer hat noch nicht? Ich schicke aus dem Weg. Metzgerarbeit. Na, ich krieg das hin. Was ist denn hier? Geht alles schief irgendwie. Weiß auch nicht. So. Hör auf! Du hast echt keine Ahnung von nichts, Punk! Berührung, du Wichser! Ich hoffe, du hast es genossen. Wow, nicht schlecht. Ach, fick dich! Weißt du, wer wir sind? Ihr selbstmörderischen Schwachköpfe habt uns gerammt. Ganz ruhig. Dead Echo,
Ihr abgefuckten Wichser seid ausgeflippt und habt 10.000 Männer, Frauen und Kinder umgebracht. 10.000 Unschuldige. Hast du gehört, Ishi? 5.000 mehr als beim letzten Mal. Was sollte das überhaupt? Ihr wart total unterlegen. Warum habt ihr keinen Warpsprung gemacht? Wir hatten keine Wahl. Bei dem Kopfgeld auf uns mussten wir die Ulysses ausschalten, bevor... Hey! Ganz ruhig. Lass uns reden. Ah! Oh, wird er abgeholt? Willst du uns helfen? Hey, lass den Scheiß. Wir wollen doch nur von diesem Felsen runter. Es ist viel zu gefährlich für dich allein, Schwester. Wir bringen dich zum Evakuierungspunkt, du bringst uns hier weg. Ist doch fair. Ja, aber wenn ihr mich nochmal anrührt, seid ihr tot. Los geht's. Hey, beruhig dich wieder. Klar, wir können ihr nicht trauen, aber wir brauchen sie lebend. Ich traue keinem von euch und ich werde jeden von euch abknallen, wenn ihr mich hintergeht. Es tut mir leid. Okay, prima. Verschwinden wir. In Ordnung. Was für ein Scheiß. Ach, ich liebe sie. So, war's das oder kommt noch was? Nein, es kommt noch was. Eine Maid im Bedrängnis. Meine Trischka. Hey, Baby. Ladies first. Ja, toll, jetzt muss ich wieder gehen. Nein. Okay. Ah, fuck. Was für ein kranker Irrer macht denn sowas? Creeps und Skulls sind im Krieg. Skulls? Ja, hier hängt nämlich normalerweise wieder einer. Dämliche Tribal-Tattoos und fehlende Fantasie. Der auf dem es gibt nichts mehr zu essen, also halten die Skulls die Creeps wie Vieh. Creeps wollen sich rächen und massakrieren alle Menschen, die sie finden. So, ich werde jetzt mal wieder die Shotgun nehmen. Für die ich noch gar keine Ladung habe. Die sind voll dabei. Ist doch gar nicht schlecht. Dann konzentrieren Sie sich wenigstens nicht auf uns. Das werden Sie noch. Der einzige Ausweg führt da durch. Ja, kein Ding. Dann gehen wir da durch. Kein Problem, oder? Noch mehr Skulls. Was passiert? So, alles friedlich. Vier weitere Schwänze am Arsch. Hm?
Fall! Noch mehr Skulls! Ja, komm. Okay. Easy. Okay. Also gut, ich behalte die Kleine nah bei mir und pass auf sie auf. Mir ging's super, bevor du und Cranky der japanische Robotermann aufgetaucht seid. Sein Name ist Ishii. Auch gut, ich bin Trishka. Ich bin Grayson Hunt. Ich wurde ausgebildet, um nicht zu werden wie du. Cranky der Robotermann. Hier geht's tief, oder? Spürt meinen Zorn! Er lebt immer noch, das gibt's doch nicht. Was geht ab? Viel Spaß! Was ist los mit euch? Ab! Okay, alle da? Wunderbar. Hi. Der einzige Weg führt durch diese Räder. Toll, dann mal los. Na, da wollen wir hier mal irgendwie durch, ne? Wo denn? Das ist ein ganz schöner Lärm! Was machen wir jetzt? Wir peitschen. Du Schwachkopf! Das ist ein magnetodynamischer Generator. Die Stromstärke der Spule könnte den ganzen Damm zerlegen. Ich hab's doch hinbekommen. Na los! Die Rotoren lösen sich. Heilung! Oh,
zweiten Generator platt und wir sind geliefert. Okay. Gestern hat es doch auch wunderbar funktioniert. Dämliches Arschloch! Bewegung, beweg dich! Ach ja, sie mag mich. Dass ich dich gerettet habe. Oh, wo kommt er? Ah, was ist denn? Heilige Scheiße! Hi. Was hab ich dir gesagt? Wie sieht der Plan aus? Okay. Das ist dein Plan? Wir müssen hier weg! Zum Teufel damit! Lassen wir die Würfel rollen! Juhu! Oh oh, hey! Vultures! Ja! Wow. Der Damm stürzt ein! So what? Noch mehr Vultures! Wir sitzen hier auf dem Präsentierteller. Ist das etwa dein toller Plan? Du hast uns in die Scheiße geritten. Ich habe uns nur wieder rausgezogen. Da ist was Wahres dran. Meine Frisur. Puh, alles klar. Weiter geht's dann im nächsten Video mit dem vierten Akt, Kapitel 1. Der einzige Weg. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.